In Regression spielt Emma Watson die junge Angela, die behauptet, von einer Satanistensekte entführt und vergewaltigt worden zu sein. Zudem glaubt Angela, dass auch ihr Vater unter den Tätern gewesen sein soll. Mach deinen Kopf ganz frei. Was siehst du da? Es klopft an der Tür. Da ist eine alte Dame. Sie gehen zur Werkstatt meines Vaters. Ich höre sie singen. Alle tragen schwarze Gewänder. Es ist eine schwarze Messe. Mit Regression zeigt Emma Watson, dass sie auch düster kann. Und zwar so richtig. Doch bevor wir sie in dem packenden Thriller sehen können, werfen wir noch einmal einen Blick zurück auf die besten Rollen von Emma Watson. Platz 5. Noah. Die gute Emma Watson hat ja in ihrem jungen Leben noch nicht so viele Filme zusammen. Und doch hat sie es in kurzer Zeit geschafft, mit gleich mehreren großen Regisseuren zusammenzuarbeiten. Auf Platz 5 macht Darren Aronofsky den Anfang, der Watson in Noah neben Russell Crowe besetzte. Es liegt in deinen Händen, Noah. Zwar ist es nur eine kleinere Nebenrolle, aber immerhin überlebt sie die Sintflut. Platz 4. Bling Ring. Namhafter Regisseur Nummer 2 wartet für Emma Watson auf Platz 4. Unter der Regie von Sofia Coppola wird Watson Mitglied im Bling Ring, einer Gruppe von Teenager, die in die Häuser von Stars einbrechen. Ich glaube ganz entschieden an Karma. Und ich denke, ich sollte aus dieser Geschichte etwas für mein Leben lernen, damit ich reifen und wachsen kann als spirituelles Wesen. Ich möchte irgendwann einmal ein Land führen. Mittlerweile ist Emma Watson ja selber Star genug, um ein Opfer des Bling Ring werden zu können. Wenn das keine Ehre ist. Ja. Platz 3. Vielleicht lieber morgen. Der erste Film nach der Harry Potter-Reihe zeigt uns Emma Watson als sympathisches Mädchen von nebenan. In der Rolle der sympathischen Sam ist es mehr als nur glaubwürdig, dass sich Logan Lerman in sie verliebt. Würde wohl jedem so gehen. Glaubst du, die Leute würden noch mit dir reden, wenn sie wüssten, wie verrückt du wirklich bist? Gut, dann sind wir eben alle Psychos. Vielleicht lieber gleich noch einmal diesen Film gucken. Platz 2. Das ist das Ende. Das ist das Ende ist der Film der Cameos. Und einer der besten Gastauftritte ist der von Emma Watson. Als Emma Watson. Emma! Das ist Emma. Hier beweist sie nicht nur, dass sie die Apokalypse überleben kann. Nein, sie kann sich auch gegen James Franco und Co. wehren. Auch wenn die ihr eigentlich gar nichts Böses wollten. Was los ist? Ich hab grad gehört, wie ihr bequatscht habt, wer mich vergewaltigen soll. Nein, Leute, ich regle das. Das ist witzig. Wir haben extra darüber geredet, dass wir dich nicht vergewaltigen. Man merke also, leg dich besser nicht mit Emma Watson an. Hermine hat unseren ganzen Scheiß gestohlen. Kleine verkackte Göre. Platz 1. Die Harry Potter Reihe. Es kann im Moment in Emma Watsons Karriere nur eine Nummer 1 geben. In der Rolle der Hermione an der Seite von Harry Potter haben wir sie das erste Mal gesehen. Und deswegen wird Emma Watson auch immer Hermione für uns bleiben. Die Magie der Emma Watson hat uns für immer verzaubert.